ich kurz um 5 Minuten Ihre Aufmerksamkeit bitten. Recht herzlichen Dank, dann sage ich herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Star Bulls Rosenheim. Das Endergebnis war 7:1, Strafenkassel 6, Rosenheim 10, das Ganze vor 3066 Zuschauern. Bei mir begrüße ich die beiden Headcoaches, das ist Franz Stehr als Headcoach der Star Bulls Rosenheim und unser Headcoach Rico Rossi. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast, Herr Stehr, ein paar Worte zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ich denke, das Spiel war nach dem ersten Drittel mehr oder weniger entschieden. Speziell die ersten 10 Minuten, da hatten wir wirklich 2-3 Hochkaräter. Da musst du da ein Tor schießen, dann kriegt Kassel nicht den Lauf. Und wenn du dann 3-0 führst, und dann geht alles wie von selbst. Wir haben zu schlechte Zweikämpfe gespielt. Wir waren zu weit weg vom Mann. Schlechtes Positionsspiel. Ja, was soll jetzt noch sagen, was schlecht war? Das Ergebnis auf alle Fälle. Sie lachen, für mich ist es nicht so lustig, aber gut, wir haben jetzt 2x7 Tore gekriegt gegen Kassel. Kann man sagen, die legen uns nicht, aber wir haben letztendlich dieselben Fehler gemacht, die wir im ersten Spiel gemacht haben. Wir haben das angesprochen. Ich habe ihnen gesagt, wie man das lösen kann. Wir waren zu schlecht in die Zweikämpfe. Kassel war spritziger. Wir haben die Zweikämpfe ja auch gewonnen. Und ja, dann gewinnst du so ein Spiel nicht. Wir haben letztendlich an die Basics. Das ist für mich Leidenschaft, Fitness und Kampfbereitschaft und Zweikämpfe gewinnen. An dem sind wir gescheitert. Und wenn du das nicht hast, kannst du taktisch spielen, was du willst. Letztendlich, das ist für mich das Fazit des Spiels. Wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Und jetzt haben wir am Sonntag Derby gegen Landshut. Und ich denke, zur Motivation brauche ich für den Sonntag nichts sagen, weil es wird dann sonst eine sehr unangenehme Woche für meine Mannschaft. Ja, vielen Dank, Franz Stehr, für die messerscharfe Analyse. Und wenn wir in der Form zur Motivation beitragen können, dann machen wir das selbstverständlich sehr gerne. Rico, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, danke schön. Ich habe eine sehr zielgeschriebene Mannschaft gesehen vom ersten Wechsel. Wir wollten die Scheibe zum Tor und mit ein gutes Netzzug spielen und in die Nachschuss der sein. Unsere ersten 3 Tore waren alle genauso, was wir trainiert haben. Die Scheibe auf die Schulter von den Torwärter und auf die Nackschuss suchen. Und das haben wir sehr erfolgreich gemacht in den ersten Drittel. Und dann, eigentlich das Spiel war voll im Griff. Wir haben aber trotzdem nicht gestoppt, unser Vorchecking und unsere Aggressivität. Und das gefällt mir. Wir haben nie mal gesagt, ja gut, das reicht für heute. Und wir würden jetzt uns Kraft sparen für morgen oder für wenn ich zu Hause gehe. Wir haben Full Power gegeben von Anfang an. Und wenn das Mannschaft spielt, sie seine Aggressivität und sein Scheibenschutz und sein Netzzug spielt, ist es sehr schwer, gegen diesen Stürmer zu spielen. Wir haben 7 Tore geschossen von 7 verschiedenen Spielern. So, es ist sehr schwer für die Gegner zu kalkulieren, das eine oder die andere. Wir spielen alle in Offensiv sehr aggressiv, sehr robust und mit einem sehr guten Netzzug. Das wäre letztendlich die Rezept für die Erfolg heute. Das war sicherlich ein verdienter Sieg für meine Mannschaft. Das freut mich viel für die Jungs. Eric, du hattest es schon angesprochen, gerade so Kraft, und du fandest es unheimlich gut, dass die Mannschaft durchgezogen hat. Ich denke mal, nicht wenige hier in der Halle haben nach dem ersten Drittel gesagt, wow, das ist ganz schön viel Gas. Und wenn man nach dem zweiten Drittel dann eine 5 führt, ist es dann nicht automatisch manchmal so, pusht du die Jungs dann nochmal extra nach vorne oder sagt man, okay, Piano, weil das haben sie ja gerade nicht gemacht, oder? Die haben richtig weiter durchgespielt. Ja, das Spiel ist eigentlich viel mehr Spaß zu spielen, wenn du an Offense bist, wie wenn du an Defense bist. Und so, die Jungs will sie vorne gehen, die will vorwärts gehen. Wichtig ist, dass die machen das mit Verantwortung und dass, wenn wir die Scheibe verlieren, dass wir arbeiten sehr gut
auch hinten. Und das sieht man, dass die Mannschaft, auch wenn wir verlieren die Scheibe, wir sind den Backcheck sehr gut, wir sind in der Zone im Prinzip sehr stabil. Und solange es das okay ist, ich habe keinen Grund zu sagen, ja, pass auf, bleib zurück. They game forward, solange es, wenn wir die Scheibe verlieren, wir wissen, dass wir müssen auch so hart auch die anderen nicht arbeiten. Das Wort Kräftesparen fällt ja immer mal ganz gerne. Kann man im Eishockey überhaupt Kräfte sparen? Weil wenn man nach vorne geht, ist es anstrengend. Wenn man hinten spielt, ist es eigentlich auch anstrengend, oder? Ja, da gibt es verschiedene Systeme, wo man kann sagen, ja gut, wenn die Scheibe über die Rocklinie ist, wir spielen die Scheibe tief und spielen wir auf Counter. Das kostet uns kein Kraft vorwärts, aber dann, wenn du in deiner Zone sind, dann kostet die Kraft in die Defensive. Aber das sind schon Wege, Kraft zu sparen, aber es macht keinen Spaß für die Jungs zu spielen, es macht keinen Spaß für die Zuschauer. Ja, dann haben wir lieber Spaß. gibt es Fragen der Pressevertreter an die beiden Trainer? Ist nicht der Fall, dann komme ich noch zu den Ergebnissen aus den anderen Partien. Eispiraten Krimitschau gegen die Dresdner Eislöwen 3:2, Fishtown Penguins Bremerhaven gegen die Heilbronner Falken 3:2. EV Landshut gegen die Bietigheim Steelers 5:6 nach Overtime. SC Rissersee gegen den ESV Kaufbeuren 1:4. Und die anderen beiden Ergebnisse sind eben schon durch die Halle durchgekommen. EC Bad Nauheim gegen die Lausitzer Füchse 2:5 und Löwen Frankfurt gegen die Ravensburg Tower Stars 3:7. Unser nächster Spieler am Sonntag spielen wir bei den Lausitzer Füchsen, das Ganze um 17 Uhr. Dann geht es weiter mit dem nächsten Auswärtsspiel am Freitag, den 5.12. 19:30 Uhr, dann Hessen-Derby in Frankfurt. Und unser nächstes Heimspiel ist dann am 7.12. einen Tag nach Nikolausi, 17 Uhr bei uns zu Gast dann die Eispiraten aus Krimitschau. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Zweimal sehen wir uns noch. Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Kommen Sie gut rein ins Wochenende und wir sehen uns allerspätestens gegen Krimitschau. Macht es gut, bis dann und tschüss.